Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir spielen Witcher 3, sind hier in Ochsenfurt und wollten jetzt erstmal zu Radovid. Und wollten ihm mal, ja, ihm erzählen, dass wir Philipp Eilhard nicht gefunden haben. Besuchen müssen wir ihn, ja, aber sagen wollen wir eben so wenig wie irgend möglich. Ja. Wen müssen wir hier eigentlich ansprechen, dass wir da reinkommen? Tja, keine Ahnung. Genieß das Leben, Mutant, solange du kannst. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Mein Begehr? Ja. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhard. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Ja, ist gut. Ich dich auch. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhard gefunden? Nee. Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten, aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Nee. Nein, aber ihr habt mein Wort. Dein Wort. Du gibst mir dein Wort? Tut mir leid. Aber Eilhard selbst hat mich gelehrt, niemandem zu trauen. Besonders nicht seinem Wort. Es ist alles gesagt. Lebe wohl. Okay. Na ja. Du hast gelogen. Darf der es überhaupt? Du darfst nichts verlieren. Einfach so und ist nicht mal rot geworden. Na, jedenfalls ist das abgeschlossen. Okay. Wow, 2 Erfahrungspunkte. Naja, bis 2 Jahre. Das bringt uns ja vorwärts. Gut. Ich zieh weg hier. Na gut. So, dann wollte er mal ein bisschen seine Fäuste fliegen lassen. Oh. Wir müssen dann nach Novigrad. Und danach wollten wir die Sache machen mit der Alchemie hier. Fliegende Fäuste. Mal gucken, wo müssen wir da hin? Irgendeine Kneipe in Novigrad. Ja, zum Beispiel mehrere Kneipen, ja, wahrscheinlich 3 Kneipen. Das ist hier reichen. Okay, wir müssen ja erstmal dahin. Ja. Ochsenfurt ist zum Glück ziemlich klein. Geralt, da war ein Feuertopf. Na und? Naja, er lief auf der Stelle. Ja, wenn du ihn da auch hinlenkst. Ich doch nicht, würde ich nie machen. So, nochmal. Platz des Hierreichen. Mal sehen. Oh. Diese 21, 43. Alle weichen in der Birne. Na, ich weiß ja nicht. Okay, machen wir uns mal eine Markierung. Wir haben ja 3 Questziele. Es gibt keine letzte Möglichkeit, üble Bücher rauszurücken. Vor allem Grimoires und blasphemische Schriften über die heilige Flamme. Was ist denn das für eine komische Prozession hier? Oh, heilige Flamme, siehst du doch. Mit ihren Flammen in der Hand. Bloß ab hier. Unsere Welt wird brennen, ist doch schön. Ja. Brennt im ewigen Feuer. Gut, fackelt euch doch selber ab. Ihr merkt schon, wir mögen es, wenn Leute so dogmatisch sind. Ja. So fanatisch. Gerade religiöse Fanatiker haben wir besonders nur lieb. Ich meine, ist egal, ob Dogmatik oder so, egal. Ja, ja. Komm näher, nicht so zurückhalten. Es muss nicht Religion sein. Egal welche Fanatiker, die sind alle vernagelt. So, ach. Das findet drin statt. Das finde ich gut. Es regnet, da findet drin statt. Ist aber ein schöner Sommerregen. Ne? Ja. Ach, hier hinter der Wand. Ich meine, eigentlich müssen wir ja wissen, wo die sind. Da sind wir oft genug hier gewesen. Und da sind sie ja schon. Hallo, Meister Lehmhut. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Klar. Ja. Naja, du hast ja, ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte.
Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. So. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Was soll das für ein Unternehmer sein? Ich bin ganz ohr. Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Ach, nee. Kommt gar nicht in Frage. Leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen. Aha, wenn du den Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Gerald ein gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Sieht schon so Rambock-mäßig aus. Ah. Das war's. Jetzt bist du dran. Das ist ja 15. Warum ist es Level 23? Ach so, weil man alle machen muss, oder was? Hey, Gerald. Sag mal, was machst du? Ich mach ihn gerade fertig. Ja, schon. Unser Sieger ja, und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Gerald. Hier ist dein Na, Preis. So ein kleiner. Archibald O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armenviertel. Und dann ist da noch Mortimer, Hauptmann der Wache. Den findet man meist beim Ochsenfurter Tor. Ah ja, die haben dann schon höhere Level. Gut, an der Stelle würde ich mich drauf... Könnte ja sein, dass jemand draußen auf dich wartet, weil er sagt, das wirst du bereuen. Ja. Könnte sein, dass du ein paar freundliche Herren draußen vorfindest, oder? Ah, das ist durchaus möglich. Ja oh, der hat ein bisschen Schlagseite, ja? Pass bloß auf, ach, sei froh, dass er nicht mehr lebt. Der Vampir, der das alkoholisierte Blut so macht. Na, Gerald ist ja zu nüchtern. Nee, aber ich meine, der Typ, der jetzt hier... Nicht nein, der Typ, der jetzt hier gerade vor dir da rumgewankt ist... Ich schätze mal, das war Alkohol, was ihn so hat wanken lassen. Ja, das... Das hätte sein können, dass der ihm geschmeckt hätte. Ein echtes Leckermäulchen, mal der Typ. Mann, was haben die wieder für ein Wetter hier? Und die Straßen verstopft wie immer. Das haben Städte so an sich. Da gibt es meistens viele Leute. Ja, ist ganz schön dunkel. Ist früh morgens. 7 ist das. Ja. Und wir pennen früh, immer noch. Für mich ist 7 Uhr früh. Aha, wir sind die anderen. Ah, hier. Ja. Das ist nur ein Städter. Im Schädel? Nö. Auf dem Schädel. Ein Städter. Blut, was du Pissenstrolch. Nur Städter, wo ist denn hier ein Buchmacher? Dann. Lasst mich mal durch hier. Das ewige Feuer. Ich heiße Gerald. Patty Gruber, Buchmacher. Du bist sicher hier, um zu kämpfen. Oh ja. Ja. Erzähl mir doch mal. Was kannst du mir über die Kämpfe erzählen? Sie finden in Novigrad, auf Skellige und in Velen statt. Jede Region ermittelt ihren Meister. Aber um gegen solche Meister anzutreten, musst du mindestens 3 weitere Kämpfer in der Region besiegen. Besiege die Meister von Velen, Skellige und Novigrad. Dann gewinnst du den begehrten Titel des Meisters der Meister. Wow. Also Velen hast du ja schon, ne? Ja. Gut. Ach. Ich bin bereit. Nur 50. Hört ihr? Endlich ein Kampf! Unser Meister Archibald O'Neill tritt gegen Gerald an. Kämpft! Gut. Ja, aber seid mal ein bisschen vorsichtiger am Block. Trotzdem lassen sie solches Gesinde. Der kann gut, der kann gut blocken, ja. Oh, ist ja ein richtiges Thai-Boxing mit Kicken und so. Och, ist ja schon umgefallen. Meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Meister. Den Mann, der Archibald O'Neill entthront hat. Bravo, Gerald! Ein schöner Kampf.
Ich will Meister von Novigrad werden. Gegen wen muss ich kämpfen? Tja, wenn du noch weiter kämpfen willst, musst du wohl den Hauptmann der Wache herausfordern. Hm? Also der scheint dir hier okay zu sein. Der hat dir ja keinen Deal angeboten. Na gut. Ich meine, so nötig hat es Geralt nicht, dass er jetzt bescheißen muss. Nee. Also ich finde die Spannerei auch immer beim Wettbetrug, dass andere Leute, die wetten, dass die ja auch betrogen werden. Also. Ne? Ich meine, das ist ja, dass die... Das liegt denn hier rum? Ich meine, wenn sie schon gewettet haben, ja, diese wieder. Predigt das ist ja eines besorgten des Bürgers, oder? Der ist schon der lange tot, mehr. Aber die Predigten liegen immer noch rum. Ich meine, wenn man schon wetten will, dann will man wenigstens, dass es, so, dass es mit rechten Dingen zugeht. Ja. Das Risiko ist eh groß genug. Hilfe, rette. Ich mir sagt, Hilfe, rette, mir ist so ganz ergeben. Ja. Ja. Schon wieder, jede Menge von den Dingern. Hat er ja viele verteilte. Ach, könnte man ja Rittersporn guten Tag sagen. Stimmt eigentlich. Ich habe für nichts mehr. Siehst du diese Visage? Wo ist er denn? Da ist er. Hallo Rittersporn. Na, wie geht's denn so? Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Können wir ja alles schon. Okay. Viele Grüße von Molly kennst du ja auch. Ich habe Molly getroffen. Sie lässt grüßen. Ja genau, es war doch die Molly? Ja, ja. Welche Molly? Wäscherin. Die, der du deine Briefmarkensammlung zeigst. Nee, nee, das ist doch die... Ach, die andere. Ah, ja. Ja. Die, jetzt entsinne ich mich. Die naive. Ja. Die naive. Gerade du könntest ja ein bisschen fantasievoller sein. Molly wollte keine Fantasie, sondern Aufmerksamkeit. Ein stinknormales Mädchen. Aber lächle sie an, bemerke ihre Schuhe, lass sie ein wenig darüber plaudern und sie verwandelte sich in einen Brunnen der Leidenschaft. Ach so. Na gut. Na gut. Wir wollen ihn nicht mit seinen anderen... Bis dann. Ich weiß nicht, wer das ist. Wer war das denn nochmal? Und mal ihn jetzt nicht langweilen. Na gut. Naja. Wir sind einige Hexenjäger. Ach. Du. Was machst du denn damit? Aber mit dem kannst du nicht reden. Soltan, dann kannst du natürlich anheuern. Geralt? Würde ich sagen. Du kannst ihn ja gleich anheuern. Jo. Ich weiß, wo Ciri ist. Warum sind wir dann auch hier? Holen wir uns die Kleine. Das werde ich. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Du musst nach Kaer Morhen hinreisen. Ich werde Ciri dorthin bringen. Die wilde Jagd wird kurz danach angreifen. Ich könnte dich auf unserer Seite gebrauchen. Du hast mich und meine Axt. Danke. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Wesemir, Eskel und Lambert sind schon dort. Soll dann immer eine Bank, wenn es darum geht, dass man Hilfe braucht und genau. Sich immer an ihn wenden. Gut. Na gut, dann können wir weitergehen. Ja, es muss ja noch mit dem nächsten. Lag ja gerade gut auf dem Weg. Mhm. Ja, hübsche Häuser haben sie hier gebaut. Guck mal, hat aufgehört zu regnen. Ja. Ist wahrscheinlich April. Ja, könnte schon sein. Obwohl, warum sag ich eigentlich April? Inzwischen ist es ja bei uns im Mai auch so. Das Wetter ist so unbeständig. Aber ich glaube, es war schon immer so. Eine Abzweigung? Wo denn? Das Navi spinnt mal wieder. Nein, jetzt verlasse ich doch nicht auf das Toll. Navi. Manchmal ist es ja doch. Ganz gut. Ah, obwohl, so du kannst blöd ja oben ist es rumgehen. Gar nicht. Stimmt, ja. Das ist es. Ja, ja. Ach ja, da sind sie ja. Hier ist ein Städter. Schafft noch eure einer. Frauen, da ist ein Hilfsmacher. Den schlechten Ruf. Ich bin Geralt von Riva. Spielt keine Rolle, wie man dich nennt oder wo du herkommst. Es zählt nur, ob du bereit bist, gegen Hauptmann Mortimer zu kämpfen. Klar doch. Ja. Bin bereit.
Wer organisiert diese Kämpfe? Solche Turniere finden seit Ewigkeiten in Skellige, Velen und Novigrad statt. Jede Region hat einen eigenen Meister. Haben wir schon mal gehört? Der von Novigrad ist der Schneider. Besiege Mortimer und du darfst den Meister herausfordern. Aha. Okay. Dann gibt's ja noch einen Kampf. Mhm. Gut. Aha, das ist der höchste Einsatz. Bin bereit. Fangen wir an. Kämpft! Na gut, dann zeig mal, was du kannst, Gerald. Hierher, sofort! Na. Du bist 21, Gerald, du hast schon lange nicht mehr gekämpft. Und der kann gut blocken, der Typ, aber so gut auch wieder nicht. Oh, das lässt ihn gar keine Chance. Nö. Das war aber gut so. Ich habe ihn einmal abgeblockt, ja. Da ist er durchgekommen. Gerald von Riva besiegt Hauptmann Mortimer. Sieh hier deinen Preis, Meister. Aber den Konter konnte er auch nicht blocken. Du hast die Ehre verdient, den Meister von Novigrad herauszufordern. Doden, den Schneider. Du findest ihn in Ferneck. Dort findet nach Sonnenuntergang auch der Kampf statt. Aha. Ist im Stock. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Gut. Ja, dann wollten wir eigentlich noch Skellige, ne? Oder wir sehen jetzt ja erstmal den Schneider heraus. Das wollte ich erstmal fertig machen. Gut, kannst du auch machen. Fennig. Wenn wir schon beim Prügeln sind, ja, müssen wir sowieso erstmal den nächsten Wegweiser erreichen. Hm. Oh, Entschuldigung. Ja, sind schon so arm. Dann haust du die noch um. Aus Versehen natürlich. Ich meine, du rennst sie auch nur um. Guck mal, die dürfen rein, die Pferde. Hm? Ich glaube, Pölze dürfte hier nicht rein. Warum nicht? In die Stadt, oder? Bewaffnete Grobiane in der Stadt. Ein Skandal. Haben wir noch gar nicht probiert, hm? Nö. Aber da Pölze immer so dick ist. Pölze ist dick? Ah nee, Pölze ist stark, nicht dick. Nein, Kaltblut ist sie nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Wo lenkt mich das Navi denn hin? Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Ach so, ist er gleich hier. Es ist doch hier in der Vorstadt. Ach, ja, na dann gehen wir natürlich zu Fuß. Da brauchen wir nur wirklich kein... Das war wieder... Der Schneider? Das ist doch nicht unser Freund, oder? Nee. Na gut. Das wäre ja ein Ding. Das wäre ein Ding, ja. Nehmen an, wir werden es bald wissen. Genauso wie wenn jetzt die Eule von Soltan, das, wenn das jetzt hier Philippa Eilhardt wäre. Ne? Ja. Heute werden wir alle. Naja, wenn der in Frauenklamotten ankommt, dann lachen die sich gleich alle tot und damit ist der Kampf erledigt. Sieh an, dieser Wanderer will gegen Durden den Schneider kämpfen. Ich hasse sie. Aha. Nee, das ist aber nicht, oder? Da ist Durden, der Schneider, ein Städter. Wo ist denn hier ein Buchmacher? Da ist ein Buchmacher. Wo mal wieder speichern, man weiß ja nie. Ja. Wir haben dich erwartet und schon Wetten angenommen. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. In welcher Welt solltest du mich schlagen können? Ah, das ist auf jeden Fall nicht. Der neue Markgräf Dürwe. Ja. Aber denk dran, er hat den Feldwebel des blutigen Barons von Velen besiegt. Ah, ja, stimmt, das war ja der. Du bist ja schon der Meister von Velen. 120, na. Ich bin hier, um gegen den Schneider zu kämpfen. Also los. Hört, hört, Novigrader! Welch Ereignis! In wenigen Augenblicken tritt Gerald von Riva gegen den Schneider an! Hier mit dir, Arschloch! Onkel Durden näht dir ein neues Gesicht. Wie schön. Hat eine komische Stimme, hm? Ja. Aber du hast... Na, komm schon! Na ja, guck mal, der hat Level 24. Also ich meine, hey, Gerald! Oder bleibst du noch... Mit dir in der Nähe ist es viel sicherer. Wenn da jemand gut blockt, dann hast du immer noch Schwierigkeiten. Ja. Du wirst doch wohl den Kampf hier nicht verlieren. Nee. No, pass auf. Nicht nachlassen, da muss weg. Nee, ist klar.
Ich meine, er lebt Durden ja noch. Durden ist nicht mehr Meister. Der Titel gehört ab sofort dem Vagabunden. Ja, aber wir haben alle Wenn die Macht, ohne einmal Wenn du noch nicht genug hast von der Knapperei, meditieren. Findest du in Velen und Skellige weitere Gegner. Sehr gut. Gut, gut. Ja, ich meine, es ist natürlich schlimm, wenn man seinen erledigt. Titel verliert. Ja. Das ist ja schon eine Schmach. Okay. Aber so ist das Leben. Kommt immer mal irgendwo ein Besser nach vorbei. Das stinkt nach verbranntem Fleisch. Können Sie die Scheiterhaufen nicht vor der Stadt aufbauen? Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja. So. Na gut, dann wollten wir das Kellige und wollten hier die Alchemisten-Sachen machen. Ne? Richtig. Wenn wir in Skellige sind, können wir dann mal Gelegenheit ja auch gleich die Bezirks sprechen. Ja. Aber erstmal machen wir das hier. Geralt der Lehrling. Das sind ja mehrere Aufträge, die sich da sich aus mehreren Aufträgen zusammen. Genau. Gehen wir hier zu dem Wegweiser. Da kommen wir vermutlich am besten hin. Und schon sind wir da. Jetzt kriegen wir wieder einen schönen langen Ladebildschirm. Ja. Das lässt sich aber leider nicht vermeiden. Ach ja, stimmt, weil wir jetzt wieder auf eine andere Gegend gehen. Ja. Da, wo das Ding. Halt. Was das denn? Vorrangigste ist, glaube ich, da unten, das dicke. Ach so, ja. Aber da ist kein. Da stimmt. Ist doch hier. Da ist ja einer. Ein Wegweiser. Ja. Und dann müssen wir da hingehen. Genau. Ja. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Ja, das wissen wir inzwischen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Na gut. Wir sind hier. Das ist ja eine lustige Brücke. Ja. Bisschen schlampig, ja? Naja. Aber sie hält. Und sie sieht auch so aus, als ob sie lange halten würde. So richtig dauerhaft. Stabil sieht sie aus. Das sieht nach Wölfen aus. Mhm. Mal sehen, wie weit ist denn das? Ach, überlegst du, ob du dein Pferd machst? Ja, klar. Plätze. Du musst mal wieder ein bisschen arbeiten. Schluss mit Faulenzen. Oh, oder? Na, Plätze. Ja. Das ist ganz schön dick geworden. Nicht so viel, ne? Arbeitseifer. Weiter so, Plätze. Mach langsam. Nix langsam. Los. Aha. Du willst die Wölfe. Was jetzt, du Stück? Du willst den Wolfen kämpfen, das finde ich gut. Nee. Warum bist du dann direkt auf sie zu? Auf der Straße hättest du ja vermeiden können. Ja, aber die Straße ging mir in die falsche Richtung. Die ist so nach rechts abgebogen. Na, laufen sollst du besser nicht. Plätze, pass auf. Wohin du trittst, Plätze. Schön langsam und vorsichtig. Sieht hier irgendwie... Steig jetzt sowieso ab. Undurchdringlich aus. Ja. Du meinst, alleine fällt sich's besser. So, ich soll nach Gauchheil suchen. Ja. Was bitte das ist denn Gauchheil? Wahrscheinlich ist das irgendeine Pflanze. Das ist Balissa-Frucht. Kann ich auch noch. Aber wir sind schon aus dem Suchkreis raus. Das ist ja wohl auch nicht. Nein, die ist rot. Nee, wird wahrscheinlich rot sein oder so, oder? Ja, ich hoff's. Ja, das weiß man nie. Nee, die sind manchmal hinterlistig. Mhm. Gnazia.
Was ist denn los? Da ist Rodel. Pollen auf den Blättern. Sie wurden vor kurzem gepflückt. Aha. Wer hat die gepflückt? Was? Ah, noch jemand, der nach Gauchal sucht. Noch jemand? Grimis hat schon viele junge Druiden in den Wald geschickt. Sie kehren ausgelaugt mit leerem Blick zurück. Aha. Und ohne Blume. Sie erzählen nie, was passiert ist. Ich bat Grimist, mit dem Schwachsinn aufzuhören, aber er lachte mich aus. Jetzt Aha. ist Schluss mit lustig. Einer unserer Novizen, Ramond, ist nicht zurückgekehrt. Ich muss ihn finden. Lebendig oder tot. Dann können wir ja helfen. Lass uns zusammengehen. Hör zu, du suchst nach einem Druiden, ich nach einer Blume. Lass uns zusammengehen. Warum nicht? Ich kann die Hilfe eines Fährtenlesers gebrauchen. Geh voraus. Gut. Blume, keine Blütenblätter. Da ist wieder was, wo er steht. Ja. Hallo. Blume, keine Blütenblätter. Gib mal ein bisschen. Aha. So. Da sind die Spuren des Suchs. Hufabdrücke, aber die eines Zweibeiners. Ups. Was? Succubus? Succubus? Hä? Na ja, spricht einiges dafür. Aber hier sind mehr Spuren. Ja. Da untersuchen. Blume. Keine Blütenblätter. Toll. Hat da einer alle Blütenblätter abgerupft? Sie liebt mich nicht, sie liebt mich nicht. Beim Succubus würde ich mich jetzt nicht wundern. Mach mal weg, die Dinger hier. Was ist denn das für ein komischer Weg hier? Mach vor, zurück. Hä? Wo gehen die denn jetzt weiter? Auf der anderen Seite waren ja auch noch rote Spuren. Da bist du dann abgebogen. Ja, jetzt sind wir hier. Ja. Reichlich. Hier waren auch Blumen, aber sie sind gepflückt worden. Jede einzelne. War aber sehr gründlich, hä? Ja. War da noch was anderes? Hier waren auch Blumen, aber sie sind gepflückt worden. Jede einzelne. Und wo geht es weiter? Gute Frage. Ja, hört so auf. Ja, hier geht's weiter. Guck, da geht's weiter. Ah, jetzt kommen sie wieder. Mhm. Manchmal dauert es eine ganze Weile, bis sie wieder auftauchen. Mhm. Gerald, streng dich mal ein bisschen an. Guck doch mal ein bisschen voraus. Na gut. Hier ist wieder was zu untersuchen. Dann machen wir Schluss. Da hat sie umgedreht, hä? Fußspuren. Einige sind frisch, andere undeutlich. Alle führen in dieselbe Richtung. Ja, sieht man. Ach, jetzt kommt's plötzlich hier weiter. Was ist denn hier sind los? Sind jetzt viele Fußspuren. Ist ja die reinste Völkerwanderung. Aha. Nein! Nein! Aufhören, bitte! Was denn? Hä? Ach, das... Hör auf! Das, das kitzelt! Ja, genau. Das Spiel können noch zwei spielen, du geiles Ziegenweib. Lass ich mir das doch, ja? Lass ihn los, Höllenkreatur! Ramond! Geh weg von ihr! Beruhige dich! Mir fehlt nichts! Ich bin hier, um... Du weißt nicht, was du da sagst. Sie hat dich verzaubert. Unsinn! Ich brauche keinen Zauber. Diese Jungs kommen von alleine her. Ich muss Magie anwenden, damit sie nach Hause gehen. Nur Ramond war nett, also durfte das er bleiben. Das sind so viele, ja? Ich glaube deinen Lügen nicht. Nein, jetzt lass ich werde deiner Betörung widerstehen. Ich töte dich jetzt und hier, Monster. Hä? Sie ist harmlos. Ich sehe keinen Grund, sie zu töten. Sie ist ein Monster, ja, aber ein einfühlsames, harmloses. Das kann nicht sein. Es gibt ja auch kein trockenes Wasser und kaltes Feuer. Aber wenn du nicht hilfst, kümmere ich mich um sie.
Davon würde ich dir abraten. Scheiß. Ich komme wieder. Mit jemandem, der sein Schwert nicht nur zur Zierde trägt. Warum hast du dich auf meine Seite gestellt? Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Ich paare mich nicht mit Hexern. Schon gar nicht aus Dankbarkeit. War auch gar nicht vorgesehen. Einen anderen Weg ja, wissen wir. Genau. Ich habe eine andere Idee, wie du mich entlohnen kannst. Ich suche Gauchheil. Du kennst den Wald. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich werde dich selbst hinbringen. Und du, Ramund, pflückst noch ein paar Veilchen. Nur die indigofarbenen diesmal. Indigo? Du meinst blau? Nein, Indigo ist Indigo. Männer. Tja, gut. Okay. Na, lass ihn mal folgen. Wozu brauchst du die ganzen Blumen? Neugierig, was? Warte ab, dann siehst du's. Aha. Ja, diese Kuben sind hier auch viel netter, als man sonst mal über sie liest, ne? Ja. Ah, hier hat sie wohl ihr Zuhause, ah, oder? Das ist eine Höhle. Aus, oder? Kann sein. Das ist auf jeden Fall eine Höhle. Ja, ja, steht zu seinem Lager. Also hat sie hier ihr Lager, ist wohl ihr Zuhause dann. Hat die alle Blumen abgerupft? Ach, na, sie macht ja was lassen, mit den Blumen. Ne? Hübsch, nicht wahr? Glockenblumen, Veilchen, Butterblumen, Gauchheil. Fehlt nur noch Edelweiß. Wow. Ja, haben wir leider nicht dabei. Hm. Nimm dir eine, aber nicht mehr. Es war harte Arbeit, diese Höhle gemütlich zu gestalten. Ach so, süß. Ja, ich such's mal mit Hilfe deiner Hexersinne nach einer. Von diesen berühmten Pflanzen. Wo denn? Ja, wo denn? Springt ja gleich, springt dich gleich an. Hä? Hier steht Ansehen, stand da eben. Und nee, Ansehen. Ausmachen stand da. Ach, ich habe nur das A gesehen. Ja, wer lesen kann, ist im Vorteil. Genau. Du sagst Hä? Es. Das ist ja so ein Kreis. Ja, aber ein riesiger. Ja. Wer hat aber gesagt, hier sind doch so keine einfach. Blumen. Hier, wir sind doch da, seid ihr doch reingekommen. Ja, das sind die Fußspuren wieder. Hm. Da drin sollte das doch sein. Ich sehe aber auch gar keine Blumen von ihr. Nee. Doch, ich habe nur so, ja. Kerzen gesehen. Ja, ja, okay. Aber ich glaube, die sieht man vielleicht auch nicht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt sowieso Schluss. Das ist gut. Hier, guck mal, da ist ein Zeichen. Hier ist was Rotes. Ja. Guck mal, haben wir sogar noch gefunden. Okay, haben wir jetzt noch kannst du auch die ganzen Blumen sehen hier. Ja. Seitdem du jetzt da hingekriegt hast. Ah, hier, von oben hängt ja, die so runter. Ach so, das habe ich vorher ja, gar nicht gesehen. Ich habe auf den Boden geguckt, das war es nämlich. Ja, man sollte nicht immer ne? nur auf den Boden gucken. Ja, mit dem schönen Bild machen wir jetzt Schluss. Oben ist ja auch nett. Genau. Okay, bis zum nächsten dann. Mal. Tschüss. Ciao.